Sie haben doch bestimmt auch schon mal von Selbstversorgung geträumt. Kleines Häuschen im Grünen, großer Garten, Hühner, Gänse, Bienen, vielleicht noch ein Schaf oder eine Ziege dabei. Wie weit kann man mit Selbstversorgung heutzutage kommen? Ist eine tolle Idylle, aber ist das wirklich so? Wie weit kann man kommen? Welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen, was sie erwartet, was sie tun müssen. All das habe ich in meinem Buch Selbstversorgung, was im eigenen Garten wirklich möglich ist, geschildert. Weil ich habe es mit meiner Familie sehr weit getrieben. Im Einklang mit dem modernen Leben von heute, mit all seinen Verpflichtungen, mit Elternsprechtagen und dem ewigen Konflikt über den Sommerurlaub. Ich habe es beschrieben in meinem Buch. Wenn Sie das gelesen haben, sind Sie schlauer. Aber Sie werden erstaunt sein, wie weit Sie damit wirklich kommen können. Viel Spaß beim Lesen.